Guten Tag und willkommen zurück zu Final Fantasy 8 hier im wundervollen, schönen, gemütlichen Spiros Inn. Das ist ganz schön leise hier, ne? Irgendwie gar keine Musik. Ist das normal, dass hier keine Musik ist? Ich glaube schon. Ja, wir sind hier gerade im Trabia Garden. Weil Selfie unbedingt hier hin wollte, weil das war der erste Garden, der angegriffen wurde von den Galbadianern mit Raketen. Und wie es aussieht, war es ein voller Volltreffer. Auf jeden Fall. Denn hier ist jetzt alles zerstört. Und Selfie wollte unbedingt hier hin, weil das ja ihr Heimgarten ist. Sie kam ja hier eigentlich her. Sie ist hier aufgewachsen. Oh, da liegt eine Zeitschrift. Waffen August. Nice. Sie ist ja hier aufgewachsen und will jetzt wieder hier zurück, um zu gucken, ob hier ja mehr oder weniger alles in Ordnung ist. Ob ihren Freunden es gut geht, ob ihre Freunde überhaupt noch leben und so weiter. Und ja, deshalb sind wir gerade hier. Blitzka gefunden. Okay. Ich glaube, dieser Drawpunkt wäre versteckt gewesen, wenn wir nicht Wunschelroute aktiviert hätten. Hi, danke, dass du Selfie immer hilfst. Ich mach doch nichts. Irgendwas Positives sagen. Vor allem einfach irgendwas Positives sagen. Ja, wir versuchen mal irgendwas Positives zu sagen. Selfie braucht keine Hilfe. Sie macht alles wirklich blendend. Wow! Boah, ich sitze voll ungemütlich irgendwie diese Aufnahmesession. Was ist denn los hier? Mein Rücken tut voll weh. Was ist denn los? Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Danke für die Blumen. Ich kann so schön singen. Pass auf, was passiert da gerade? Ich möchte das kurz näher betrachten. Und zwar noch ein bisschen größer, bitte. Wieso schwebt Squall in der Luft? Wieso? Seht ihr das? Moment. Oh lol, das geht hier gar nicht. Oh nein, ich wollte malen. Ich kann hier nicht malen. Auf jeden Fall ist er da in der Luft. Das sieht sehr seltsam. Ach guck mal, ich kann mit der Maus machen. Guck da, da ist der Unterschied. Er schwebt und er steht. Oder ist der in der Erde? Und erst, ich weiß es doch auch nicht. Das sieht sehr seltsam aus. Ja. Wie heißt du und in welcher Klasse bist du nochmal? Hast du dich für unseren Trabia-Garden nützlich gemacht? Was ich mit nützlich meine, dass du etwas Gutes tust. Eine Spende für den Wiederaufbau des Trabia-Gardens. Dafür würde ich dir sogar eine A-Note geben. Halt einfach deine Schnauze, ich komme hier nicht her. Ich komme aus dem Balamp-Garden, aus dem wundervollen, wunderschönen Balamp-Garden. Ja, der die Seeds ausbildet, die fähig sind, ihre eigene Schule zu verteidigen. Das war vielleicht jetzt ein bisschen gemein, es tut mir leid. Ich kann nicht speichern. Achso, ja, hier ist jetzt nichts Besonderes, glaube ich, oder? Hey! Läuft das jetzt wieder? Die heißen beide dick und dünn. Der eine heißt dick und der andere ist dünn. Was ist denn da los? Ich sitze auch irgendwie voll scheiße in der Dialogbox gerade. Das sieht gut aus. Achtung, Personal, Daten. Schon wieder. Er heißt dünn. Das war gerade Selfies Gesicht, oder? Man konnte, glaube ich, kurz Selfies Gesicht sehen, glaube ich. Sah so aus. Selfie! Selfie, es tut mir wirklich leid. Was denn? Warum? Was tut dir leid? Ich konnte deinen Teddybär, den du mir geschenkt hast, nicht retten. Oh. Der Bär ist bestimmt traurig. Oh, ach, mein Bärchen wird doch deswegen nicht weinen. Er ist ein tapferer Bär. Er ist glücklich darüber, dass euch nichts passiert ist. Ich höre seine Stimme. Er meint, er wird euch immer beschützen. Oh, Selfie, ey. Seht ihr? Er ist immer bei euch. Ihr dürft also nicht traurig sein. No,
Danke, Selfie. Ja gut, versprochen. Sag dem Bärchen, dass ich nicht mehr traurig bin. Oh. Die Süßen. Sorry, ich komme gleich. Wartet bitte am Sportplatz. Scheiße, der Tombeere-König. Ich werde gleich eine GF Der Tombeere-König gehört mir, by the way. Ha. Die Verletzten wurden mit dem Auto weggebracht. Nein, ich bin nicht verletzt. Ich bin nur krank. Ich bin so kaputt. Oder du faulenzt hier einfach nur rum. Das kann natürlich auch gut möglich sein. Da ist schon wieder ein Drawpunkt. Das ist einfach die Rakete, Alter. Da ist Aura. Da ist eigentlich Aura. Der Zauber, den ich gesucht habe. Und hier ist einfach ein Blindgänger oder so. Oder auf jeden Fall nicht losgegangen. Die Rakete. Steckt einfach hier im Boden. Ich hoffe, dass unsere Lehrer da auch mal was machen. Was können wir als Schülerkomitee in so einer Situation tun? Wir müssen diese Rakete schnellstmöglich beseitigen. Ist zwar ein Blindgänger, aber was ist, wenn sie umfällt? Dann macht's einmal ganz laut Boom. Die Mok Mok Moris hätten sich qualifiziert. Das Team hätte dann gegen die Sonic Choco Wars spielen müssen. Deine Aussprache ist falsch. Choco Wars. Choco Wars. Oder War S. Choco War S. Choco War S. Choco War S. Choco War S. Okay, ich hör auf. Richtige Sportfans. Wir gehen zurück, sobald Selfie wieder hier ist. Jetzt werden sehr seltsame Sachen passieren. Hier sind keine Gegner, oder kommen sie noch? Wo ist die Hexe? Wir müssen sie schnell finden. Seitdem ich euch kennengelernt habe, denke ich über vieles nach. Aber eine Sache beschäftigt mich schon die ganze Zeit. Sag es doch. Sprich es aus. Wo kommt die Hexe plötzlich her? Hat sie gelauert, bis eine günstige Gelegenheit kam? Oder hat sie wie ein normaler Mensch gelebt? Aus welchem Grund sucht sie Ilione? Ilione kann Squall in die Vergangenheit bringen. Will die Hexe etwa auch zurück? Mir fällt ein wenig die Männlichkeit. Ich muss ja Selfie beschützen. Okay. Selfie, kommst du? Ich glaube, jetzt kommt sie. Sorry, habt ihr lange warten müssen? Nö, geht eigentlich. Danke, dass ihr mir Zeit gelassen habt. Das wird schon alles gut. Naja, ich weiß nicht, ob das wieder gut wird. Der Garten ist im Arsch. Danke. Ihr müsst mich mitnehmen, wenn wir gegen die Hexe kämpfen. Ich werde mich rächen. Das werde ich hier ganz bestimmt. Das glaube ich dir. Warte. Müssen wir denn kämpfen? Gibt es keine Alternative? Eine Lösung, wobei niemand verletzt wird? Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Rinoa, aber wir waren nicht diejenigen, die gesagt haben, hey, lass uns doch einfach mal die Hexe töten. Die Hexe war diejenige, obwohl, eigentlich schon. Eigentlich genau das haben wir getan. Wir sind gekommen und haben gesagt, yo, wir haben eine Aufgabe bekommen, und zwar einen Attentat auf die Hexe, töten wir die jetzt einfach. Und seitdem ist sie jetzt komplett ausgerastet, hat den Trabia-Garten zerstört, hat Balamp angegriffen und hast du nicht gesehen. Hey, 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 jetzt ist er schon eh so spät. Ja, das stimmt. Vielleicht weiß ein Wissenschaftler eine friedliche Lösung. Ein Wissenschaftler? Und was dann? Wenn es eine andere Lösung gäbe, hätte jemand sie schon umgesetzt. Aber niemand tut etwas. Die Leute reden und tun so, als würden sie nachdenken. Gerade solche Leute meckern nur herum. Sind sich aber zu schade, etwas selbst zu tun. Was willst du überhaupt, Rinoa? Was erwartest du von mir? Ich bin im Garten aufgewachsen. Ich bin ein Seed. Ist dir das eigentlich klar? Squall, wenn du etwas zu sagen hast, sag's bitte laut. Du warst doch in der Widerstandsbewegung. Du hast gehandelt, anstatt nur zu meckern. Du hast mitgekämpft. Warum sagst du denn plötzlich sowas? Achso, das hat Squall gesagt. Warum sagst du denn sowas plötzlich? Ja, stimmt. Sie war ja diejenige, die eigentlich gekämpft hatte am Anfang. Und jetzt ist sie auf einmal diejenige, die sagt, hey, lass uns eine friedliche Lösung finden. Ich bin ängstlich geworden. Oh, lol. Wenn ich mit euch zusammen bin, fühle ich mich manchmal, dass wir alle auf einer Wellenlänge sind. Aber wenn der Kampf beginnt, komme ich nicht mehr mit. Ich versuche euch einzuholen, aber ihr seid ganz weit weg. Wohin geht ihr? Lasst mich nicht allein.
dann frage ich mich, ob ihr mich hört, ob ihr mich noch akzeptiert. Ob ihr noch am Leben seid, ob wir wieder zusammen sein können. Wenn ich daran denke, ich kann dich verstehen, Renoa. Vielleicht bleibt einer von uns auf der Strecke. Vielleicht geht jemand von uns, den du liebst. Es ist nicht einfach, in ständiger Angst zu leben. Und deswegen kämpfe ich. Als ich klein war, ich glaube 4 Jahre oder so, lebte ich in einem Waisenhaus. Der ist drin! Go, Kobe! Da waren wirklich viele Kinder, die alle keine Eltern hatten. Das war alles wegen des Krieges. Viele Kinder wurden zu Waisen. Naja, auf jeden Fall war ich in einem Waisenhaus. Da war ein Mädchen, das mir besonders wichtig war. Ich weiß nicht, wie ich das aussprechen soll. Irvi, lass uns spielen! Ich mochte sie und hatte mich immer darauf gefreut, von ihr angeredet zu werden. Was spielen wir denn, Selfie? Wir spielen Krieg! Eine Selfie? Noch eine Selfie? Dieses Waisenhaus, ist es ein Haus aus Steinen? Genau! Was? Ein Haus aus Steinen? Oh mein Gott! Ein Haus aus Steinen! Ich weiß, worum es geht! Stimmt! Das Haus aus Stein... Einfach deine Fresse. Genau! Ein altes steinernes Haus am Meer. Genau! Ich wusste es sofort, als ich euch im Galbadia-Garten sah. Warum hast du nichts gesagt? Genau, warum? Irgendwie hattet ihr das vergessen. Es war mir peinlich, dass nur ich mich daran erinnerte. Wie es aussieht, kennen sie sich alle noch aus dem Waisenhaus. Quisties, Selfie, Irvine kennen sich alle noch aus dem Waisenhaus. Die waren alle gemeinsam in einem Waisenhaus. Die muntere Selfie und die stolze Quisty. Selfie Quisty. Das ist ja verrückt. Wer könnte das wohl sein? Xell. Weißt du noch von unserem Feuerwerk? Das war... Hierher! Xell, ey. Und da bin ich als Gespenst. The Squall. Und da ist Squall als Kind. Squall als Kind haben wir ja auch schon gesehen. Wurde auch schon mal gezeigt. Und wie es aussieht, waren alle, wirklich alle, die miteinander hier unterwegs sind, alle Seeds, waren früher in diesem Waisenhaus. Selfie, Quisties, Irvine, Xell, Squall waren zu fünft hier in diesem Waisenhaus. Sie kennen sich alle schon von früher, aber haben es wohl irgendwie vergessen. Außer Irvine. Wo bist du denn? Magst du mich nicht mehr? Es ist beschämend. Was ist beschämend? Er war schon als kleines Kind ein kleiner Einzelgänger, oder? Die anderen laufen die ganze Zeit zusammen und machen was und er steht da alleine rum und heult. Oh lol, ich wollte da nicht. Geh bitte runter wieder. Geh bitte wieder runter. Zu den anderen. So, da stehen sie alle. Moin! Sah es nicht so aus? Stimmt! Das Meer, der Leuchtturm. Das Feuerwerk. Hey! Xell, und Squall ist wieder nicht dabei. Und guckt euch mal, wer da in der Mitte steht. Der Kleine. Der Kleine zwischen Questies und Selfie. Kommt er euch bekannt vor? Vielleicht sein Oberteil? Kommt euch sein Oberteil vielleicht bekannt vor? Kinder dürfen nicht mit Feuer spielen! Was eine Petze. Ich sag das Mama! Haselfuß, geh doch zu Mama! Na, habt ihr jetzt an dem Text erfahren, wer es vielleicht ist? Ich war doch auch da, richtig! Was? Ich war doch auch da! Achso, Xell hat das gesagt, in der jetzigen Zeit. Ich war doch auch da, richtig? Wir haben beide nachher Ärger bekommen.
Was ist denn mit meinen Eltern in Balamp? Wahrscheinlich deine Adoptiveltern. Das Ehepaar Dinscht hat also Xell aufgenommen. Es war bestimmt so. Alter, ich kann nicht lesen heute. Ich war hier. Aua, Mama, aua! Hasenfuß, Hasenfuß! Spast. Wer ist das? Hasenfuß! Wer ist das wohl? Cypher hat mich geschlagen! Oh. Cypher, er war mein Erzfeind. Er war also auch da. Alle waren da. Na? Alle waren da, bis auf Renoir. Renoir war nicht da. Wir einfach alle immer gemeinsam was gemacht haben, außer Squall. Cypher war auch da. Außer Renoir waren alle da. Das bedeutet doch... Ja, dass Squall auch da war. Ja. Ich war auch da. Ich war der kleine Junge, der immer rumgeheult hat. Ich habe immer auf L gewartet. Ich bin alleine. Ich werde mich bemühen. Ich schaffe es auch ohne dich. Ich werde es alleine schaffen. Ich habe es nicht geschafft. So sieht's aus. Zig Jahre später, was heißt zig Jahre? Wahrscheinlich ungefähr 10, 12, 13 Jahre später. Kriegt ihr es immer noch nicht hin, alleine auf sich aufzupassen. Was heißt auf sich aufzupassen? Aber alleine zu leben, ohne abhängig von anderen zu sein, hat er immer noch nicht geschafft. Elione? Elione ist El? Sie war älter als wir und wurde von uns El genannt. Quistis, Xell, Selfie, Irvine, Cypher, Elione und ich. Ja, genau. Irgendwie waren wir alle in diesem Waisenhaus. Jetzt Elione auch noch. Wer kommt jetzt noch? El ist also Elione? Sie kann uns zu Laguna führen, nicht wahr? Sie wollte die Vergangenheit verändern. Ich weiß aber nicht warum. Es gibt nur einen einzigen Grund dafür. Sie ist einfach nicht glücklich. Wenn das so ist, müssen wir ihr helfen. Wir sind alle Kumpels aus diesem Heim und halten zusammen. Du hattest es doch bis vorhin komplett vergessen. Tja, genau wie du, Selfie. Außer Irvine. Irvine ist der Coole, der sich an alles erinnern kann. Es ist doch beängstigend, was man alles vergisst. Ha, die im Balamp sind also nicht meine wirklichen Eltern. Wo war das Waisenhaus überhaupt? Ich weiß, wo es ist. Es war also Elione. Wir mochten Elione, aber Squall wollte sie für sich alleine haben. Dass du dich daran erinnerst. Eigenartig. Ich schätze, mich wollte niemand wegen meiner ganzen Art. Cypher ging das vermutlich genauso. Wir müssen seit dem 5. Lebensjahr im Garten gewesen sein. Seit dem 5. Lebensjahr, Alter. Aber noch nie hat jemand ein Wort über das Waisenhaus verloren. Ich habe nicht einmal daran gedacht, obwohl ich ihn täglich gesehen habe. Da stimmt doch was nicht. Da hast du absolut recht. Ich hatte nur wunderschöne Erlebnisse in Trabia. Es war so schön, dass ich meine Kindheit vergessen hatte. Aber bei euch stimmt wirklich was nicht. Ich kann mich noch erinnern. Nein, ich habe mich jetzt daran erinnert. Ich hatte Probleme mit meinen Stiefeltern und kam mit 10 in den Garten. Da habe ich Squall und Cypher wiedergesehen. Ihr habt euch andauernd gestritten. Ja, genau. Quistis hat immer versucht, den Streit zu schlichten. Ganz genau. Cypher wollte stets im Mittelpunkt stehen, aber Squall hat ihn immer ignoriert. Es kam zu Streitigkeiten. Squall hat sich immer provozieren lassen. Ich hab ihm immer gesagt, dass er das nicht machen soll. Dann sagtest du, ich muss stark sein, damit El zurückkommt. Ich wollte immer so werden wie El. Aber es hat nicht geklappt. Genau so war's. Ich musste immer an Squall denken, auch nachdem ich zum Ausbilder befördert wurde. Ich dachte, dass er meine große Liebe war. Als Ausbilder durfte ich das aber nicht zeigen. Jetzt begreife ich langsam... Alter, jetzt haut die Infos raus, von wegen, dass sie sich in Squall verliebt hatte. Oder sie dachte, dass er es auf jeden Fall ihre große Liebe wäre. Das war so eine Art Geschwisterliebe. So war es also. Wir können uns auch auf eine andere Art und Weise lieben, wenn du möchtest. Keine echte Liebe. Naja, ich hatte ihn eh aufgegeben, als Renoir ins Spiel kam. Alter.
Hey! Das gilt bestimmt auch für Cypher. Auch er kann sich wahrscheinlich nicht mehr erinnern. Aber er spürt jedes Mal ein Kribbeln, wenn er Squall sieht. Deswegen hat er also auf Squall abgesehen. Wie kann man alles vergessen? Wir kennen uns schon so ewig und trotzdem, warum? Sah es nicht so aus? Die Nebenwirkung der GF? Die GF verleihen uns Macht, aber die GF haben direkte Auswirkungen auf unsere Psyche. Und unsere Erinnerungen werden gefressen? Das ist doch Propaganda, die die GF Gegner in die Welt setzen. Heißt das, dass wir durch die GF unsere Gedächtnisse verlieren? Sowas lässt doch unser Direktor niemals zu. Und warum hattet ihr alle vergessen und ich nicht? Wie kann sowas dann passieren? Ich hatte bis vor kurzem keine GF benutzt. Daher kann ich mich an das meiste erinnern. Das ist ein Argument. Was ist mit Selfie? Sie hat doch im Balampgarten zum ersten Mal eine GF gekoppelt. Zerfallen unsere Erinnerungen? Werden die GF deswegen anderswo nicht eingeführt? Ich muss euch etwas gestehen. Und zwar? Als ich 12 war, hatte ich an einem Training teilgenommen und da habe ich ein Monster besiegt, das eine GF besaß. Ich habe sie schon damals benutzt, daher kenne ich das schon. Irgendwas ist komisch, ich kann mich nicht mehr an den Namen erinnern. Das Ganze ist also doch wegen der GF? Was machen wir jetzt? Nichts, es ist doch alles in Ordnung. Nichts ist in Ordnung! Aha, willst du jetzt ohne GF kämpfen? Wir brauchen die GF unbedingt, ohne sie kommen wir nicht weiter. Auch wenn wir dafür etwas opfern müssen, werde ich sie weiterverwenden. Wie wär's, wenn wir ein Tagebuch führen würden? Dann können wir uns an alles Geschehen erinnern. Ist das wirklich okay? Ja, das ist okay. Damit kommt Xell auf jeden Fall klar. Das ist doch schon mal gut. Ich muss mich nicht mehr daran erinnern, dass Cypher mich ständig geärgert hat. Außerdem brauche ich die Macht, um meine Eltern zu beschützen. Sie haben mich aufgenommen und erzogen. Könnt ihr euch an Mama erinnern? Sie trug immer schwarze Sachen. Mama, ihr schwarzes Kleid, es ist wie... Und jetzt kommt die Mutter. Oder die... Frau, die das Waisenhaus geführt hatte. Freundliches Gesicht, lange schwarze Haare. Ich wollte so werden wie sie. Kann es sein, dass Quistis irgendwie Identitätsprobleme hat? Erst wollte sie werden wie Ilione. Jetzt redet sie davon, dass sie werden will wie ihre Mutter. Was ist denn da los mit ihr? Quistis, alles okay bei dir? Ja, sie ist wie... Mama ist wie... Wenn ich an ihr Gesicht denke... Ist wie... Nein, nein, nein. Sie heißt Idea Kramer. Mama ist die Hexe Idea. Mama? Hexe Idea? Warum hat sie die Raketen abgeschossen und Kriege geführt hat? Das können wir jetzt nicht herausfinden. Da hat er recht. Hört mal bitte her. Den Garden und die Seeds hat sie sich doch ausgedacht, nicht wahr? Ich bin zwar kein Seed, aber so viel habe ich begriffen. Seeds kämpfen gegen die Hexe. Irgendwas stimmt da nicht. Als Cypher mich folterte, fragte er, was die Seeds eigentlich sind. Unsere Mama müsste das doch eigentlich wissen. Aber die Hexe Idea ist unsere Mama, so viel steht fest. Was geht hier ab? Hörst du mir zu, Squall? Ja, laut und deutlich. Ich höre dich. Ich wollte eines sagen. Ja. Ich kann verstehen, was Renoir gesagt hat. Aber trotzdem werde ich kämpfen. Ich will mein Leben nicht bereuen müssen. So denken auch die anderen, meine ich zumindest. Daher sollte uns bewusst sein, dass wir gegen Mama kämpfen. Man sagt doch, dass ein Mensch unbegrenzte Möglichkeiten hat. Aber ich glaube nicht daran. Ich hatte immer nur eine kleine Auswahl, manchmal überhaupt keine. Ich stehe jetzt hier, weil ich trotz allem immer meine Wahl getroffen habe. Daher haben meine Entscheidungen, die ich hier bisher getroffen habe, eine wichtige Bedeutung für mich. Klar, wir kämpfen gegen unsere geliebte Mama. Und wir können wegen der GF unsere Erinnerung verlieren. Aber ich sage, na und? Ich bin nicht aus purem Zufall hier. Ich stehe hier, weil ich mein Leben selbst bestimmt habe. Und dazu kommt... dass wir als Kinder alle zusammen waren. Wir konnten uns verschiedene Gründen nicht zusammenbleiben.
aus verschiedenen Gründen nicht zusammenbleiben. Weil wir damals noch Kinder waren, konnten wir nicht alleine leben. Es gab auch keine andere Wahl. Mehr als weinen konnten wir nicht. Aber wir sind jetzt wieder zusammen. Neue Kameraden. Freunde sind hinzugekommen. Wir sind keine Kinder mehr. Wir sind stark geworden. Weil wir nicht mehr wollen, dass wir auseinandergerissen werden. Deswegen werde ich kämpfen. Ich will so lange wie möglich mit euch zusammen sein. Das ist ja auch das Einzige, was ich tun kann. Ich auch. Ich werde kämpfen. Ich will mir nichts gefallen lassen. Scheiße ist, dass wir gegen unsere Mama kämpfen müssen. Je nach Situation müssen sogar die Gardenschüler gegeneinander kämpfen. Renoir, das ist unsere Art und Weise. Wie wir uns und unsere Freunde beschützen. Bleib bei uns, wenn du das akzeptieren kannst. Wir wollen alle, dass du bleibst. Oh Leute, das hat Squall gesagt. Hey, schaut mal. Ein Geschenk der Elfen. Oder man nennt es auch Schnee. In manchen Ländern. Ja. Oder auch Snow. Oder auch Snerk. Kommt drauf an, wo du bist, Selfie. Aber Elfen? Gut. Lass uns doch zu Ideas Waisenhaus. Wie es dort jetzt aussehen mag? Vielleicht erfahren wir dort etwas. Du meinst darüber, was mit unserer Mama passiert ist? Die Ursache liegt doch in der Vergangenheit, oder? Die können wir aber nicht ändern. Egal, was der Grund dafür gewesen war, es ändert nichts an der Lage. Aber ehrlich gesagt will ich es auch sehen. Lass uns jetzt Ideas Haus suchen. Beschlossene Sache, würde ich sagen. Sie haben sich mehr oder weniger jetzt zusammengefunden. Ja. Ist ein bisschen seltsam. Ich finde das auch ein bisschen an dem ganzen Plot so ein bisschen, glaube ich, so die größte Schwachstelle an dem ganzen Plot. Dass man irgendwie, dass das jetzt alles so ein bisschen, ja weiß nicht, irgendwie so aufgezwungen rüberkommt. So aufgezwungen, als wollte man unbedingt alle irgendwie miteinander verstricken und verbinden. So irgendwie total gezwungen kommt das mir rüber, weiß ich nicht. Ihr seid alle... Ja? So stark. Stark? Das stimmt nicht. Wenn wir über alles nachdenken, werden wir zu ängstlich. Ich glaube, dass sich jeder davor fürchtet. Vielleicht gibt es eine Lösung. Eine friedliche Lösung. Seid ihr jetzt aufeinander gekommen? Renoir, Squall, bitte, danke. Ja, gut. So, perfekt. Dann haben wir das auch geschafft. Und jetzt, meine Freunde, geht es Richtung Finale der zweiten CD. Ja, ihr habt es richtig gehört. Wir sind schon fast durch die zweite CD durchgekommen. Wir sind so gut wie durch. Ja, und ich freue mich auf das Finale der zweiten CD. Es wird super. Ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf. Wenn ihr Bock drauf habt, dann schaltet morgen wieder ein. Und der Part sollte eigentlich kürzer werden, aber jetzt ist er wieder schon so lang. Ja, und wir haben schon 21 Uhr und ich muss noch so einiges schneiden. Es wird eine lange Nacht. Es wird eine sehr lange Nacht. Gut, aber auf jeden Fall habe ich das Vorproduzieren geschafft für diesen Kanal und muss mich jetzt an einen anderen Kanal setzen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr es zeigen könnt. Und wir sehen uns dann morgen pünktlich um 17 Uhr wieder. Hau Junge! Und es tut mir leid, wenn dieser Part ein bisschen chaotisch war, weil es war sehr viel Text und ich bin durcheinander gekommen, weil das Ganze halt hin und her geswitcht ist. Man hat was Irvine gesagt, dann hat was Xell gesagt, dann hat was Surfy gesagt und ich bin so durcheinander gekommen, weil es die ganze Zeit so ein Hin und Her war, dass ich vermutlich ein wenig verwirrend gelesen habe. Es tut mir leid, war ein wenig zu viel und zu schnell. Ich hätte mir ein bisschen mehr Zeit lassen sollen. Ja. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Nächstes Mal gebe ich mir wieder ein bisschen mehr Mühe. Und nächstes Mal bin ich nicht mehr in der Vorproduktion, sondern bin wieder wach und munter und kann wieder Vollgas geben. So sieht's aus. Und ja, das war's dann für heute. Ich wünsche noch einen schönen Donnerstag ist heute bei euch. Ich wünsche noch einen schönen Donnerstag und bis morgen. Tschüss.